Zum letzten Mal sollte am 30. September 2005 auf der Hamburger Blum- und Voss-Werft ein Containerschiff vom Stapel laufen. Bevor wir durch den Elbtunnel zum Werftgelände gingen, fuhren wir mit einer Elbfähre am Werftgelände und dem Containerschiff Cosco Panama, das noch auf dem Helgen lag, vorbei. Vor dem Stapellauf gab es für die geladenen Gäste im Festzelt erst einmal eine deftige Kartoffel- oder Erbsensuppe. Die Taufpatin ist da, entsprechend mit auch Nachwuchs. Wir werden das alle hintergebührend feiern können. Erfolgreichen Stapellauf, und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Wie Dr. Borgschütte schon angedeutet hat, sichern Sie sich einen guten Platz, denn die heutige Taufe und der Stapellauf ist eingebettet in einen Tag der offenen Tür. Und wenn mich die Zahlen nicht täuschen, mein Erinnerungsvermögen, sollen so um die 10.000 Gäste kommen. Also, Sie haben nachher die Möglichkeit, die Dr. Borgschütte schon erwähnt hat, sich einen guten Platz zu sichern. Und wie ein Stapellauf abläuft, das erklären uns ehemalige Hamburger Schiffbauer. Und das untere Teil, das nennt man Pfanne, und was drauf ist, ist der Läufer. Und er ist ja festgekeilt. Hier an den Seiten sehen Sie, wenn Sie weiter raufgehen, da liegt er noch auf den Palen drauf. Die müssen abgelassen werden, dass er nachher nur noch auf dem Schlitten liegt. Und wenn oben die Flasche dagegen bumst, ja, und die geht kaputt, ja, dann gibt er wohl, ich weiß nicht, wie die das hier machen, ich war nur auf einer kleinen Werft, ja. Entweder wir haben das mit dem Knüppel weggekloppt, aber die haben hier sicherlich einen Knopf, wo sie draufdrücken, dass das oben den Stopper auslöst. Und dann rutscht er runter, dann 5 Minuten ist er unten. Dann fallen, eins ist die Anker, die da vorne hängen, die lassen sie fallen, damit er nicht ganz abhaut. Das ist das Einfachste von der Welt. Nur es ist für die Zimmerleute ist das eine schwierige Aufgabe, denn zwischen Läufer und Pfanne ist ein Haufen Fettstaucher, fettgrüne Seife und ich weiß nicht, was Sie hier nehmen. Ja? Ja, natürlich würde ich wieder gerne auf so einem Schiff fahren. Ich bin 5,5 Jahre gefahren, aber wenn man so etwas sieht, dann bekommt man doch mal wieder, immer wieder Lust, auf so einem Schiff zu fahren. Und als was sind Sie gefahren? Ich bin als Assistent gefahren in der Maschine. Aha. Und nachher mal als Hilfsingenieur gefahren. Ja. Musste dann erfahren. Gemacht, auf großen Schiffen oder? Ja, ich bin gefahren unter anderem Nord- und Ostsee. Nachher bin ich auf der, bei der Hapag-Lloyd gefahren. Südamerika, ja. Indonesien. Von der Welt gesehen. Ja, kann man schon sagen. Hat Spaß gemacht. Mein Enkel, aber er ist hier als zur Ausbildung bei Blum und Voss. Und der hat auch an diesem Schiff mitgearbeitet. Und eben aufgrund dessen hat er mir die Karten hier zum Geburtstag geschenkt seinerzeit. Ja. Sagte, komm rüber. Mhm. Und ich komme oben aus der Gegend Bielefeld. Ach so. Und das ist interessant. Ich habe also bis jetzt noch weder keine Schießtaufe noch einen Stapellauf erlebt. Mhm. Und aufgrund dessen kann man das hier mal miterleben. Ja, ne? Aber eben. Dazu? Richtig, genau. Ich bin auch noch Elektroingenieur. Ich komme nicht hier aus der Schiffbaugegend, sondern ich komme aus Ihrer Branche. Ich bin Toningenieur. Ach mal, also so richtig rein
Rauschen da, ne? Und er sagt, wenn er nochmal auf die Welt kommt, dann will er natürlich wieder das Gleiche machen, ne? Und er erzählt tausend Geschichten, also das ist Wahnsinn, ne? Enkelkinder und Urenkel, die hören das zu gerne, also ist fantastisch. Also er lebt dann richtig, ne? Also das... Ist ja bestimmt auch ein interessantes Leben gewesen. Ja, ist es auch, ja. Ja. Sehr interessant. Wir haben viel gemacht. Abwechslungsreich, ne? Aufregend. Ja. Und nach immer Zeit noch. Durfte man nicht fragen. Das ging Tag und Nacht, Pause durch, wie man so immer schön sagt, ja, nicht? Aber es war, man ist mit vielen, vielen Menschen zusammengekommen. Man hat Nationalitäten kennengelernt. Man hat dann kennengelernt, was in der Zeitung steht und wenn man da selber war. Welch ein Unterschied das dann ist, was alles gar nicht stimmt, was denn hier reingeschmiert wird. Nicht? Auch die Menschen selber, nicht? Von allen Herren Ländern, da lernt man die ja kennen. Und ganz anderer Eindruck. Du bist ja auch selbst sehr viel dann überall hingeflogen. Ne? Das war natürlich auch sehr interessant. Ein interessanter Beruf. Aufregend, spannend, Familie. Hat natürlich drunter gelitten. Ne? Jeder lobt, was er da gemacht hat. Die Direktoren und was da alles so kommt vom Vorstand. Und dann kommt nachher die Taufpatin. Die spricht auch immer passende Worte und versucht dann die Sektflasche am Bug zu zerschlagen. Schleudert dahin. Und wenn das passiert ist, dann wird der Bremspalen weggezogen und dann rauscht das Schiff ins Wasser. Wenn man Glück hat, kommt es gut unten an, wenn man Pech hat, dann biegt es sich durch. Mannschaft und dem Schiff immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und allzeit gute Fahrt. Und was ist das? Lautlos setzte sich der Containerfrachter Cosco Panama auf dem Hägen von Blum und Voss in Bewegung und rutschte auf 11 Tonnen Wachsölgemisch ins Wasser des Kuhberder Hafens. Rund 15.000 Menschen, darunter Angehörige und ehemalige Mitarbeiter mit Freundinnen und Verwandten, verfeuchten den Stapellauf des 215 Meter langen Schiffs, begleitet von den Klängen der deutschen Nationalhymne. Herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich gelungenen Schiffstaufe. Wie ist es Ihnen denn ergangen, als dieses Schiff sich in Bewegung setzte? Als es sich in Bewegung setzte, war ich erleichtert. Die Sekunden bis dahin, die sind natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Wann es denn passiert, dass es klappt, denke ich, es ist so, aber es kann ja schon mal sich ein bisschen hinziehen. In der Presse war viel davon zu lesen, dass diese Taufe heute und dieser Stapellauf der letzte seiner Art sein sollte. Sie haben das jetzt, ich sage, nicht dementiert, aber doch in Frage gestellt. Ich habe das in Frage gestellt, weil wir ja oft im normalen Leben sagen, man soll nie, nie sagen. Und wir haben ja, wie in meiner Rede auch gesagt, 1995 auch schon gesagt, es wäre der letzte Stapellauf. Ich denke, wir haben hier jetzt einen Helden, der ist voll intakt. Den haben wir ja auch vor anderthalb, zwei Jahren dafür hergerichtet, auch mit Investitionen. Und ich denke, man ist wirklich gut beraten, gerade auch bei den Zielen, die wir haben für Blohm und Voss und für ThyssenKrupp Marine Systems, einfach gerüstet zu sein, wenn ein Schiff, welches zu uns passt, mit solchen Abmessungen kommt, dass wir es nicht mehr im Baudock bauen oder unsere Kapazität dort schon ausgelastet ist, kann ich mir gut vorstellen, dass wir sicherlich auf den Helden zurückgreifen werden. Nach dem erfolgreichen Stapellauf schildern Mitarbeiter und Gäste ihre Eindrücke. Ja, absolut überwältigend gewesen. Ja. Und jetzt wird weiter drauf gearbeitet? Nee, das war wohl, wie ich das gehört habe, vorerst das letzte Schiff. Aha. Auf dem Helgen hier. Aber damit ist Ihre Arbeit jetzt schon beendet auf dem Schiff? Auf dem Schiff? Nein, noch nicht. Nee, das war da kommt noch das Deckshaus rauf und dann wird da kräftig weitergearbeitet. Ja. Und der Beruf macht Spaß? Ja, sehr. Schiffbauer oder? Nee, ich bin Anlagenmechaniker, Rohrschlosser. Ja. Ja, es macht Spaß, ja. So. Riesengroßes Schiff. Ja. Sind ja endlos Rohre zu verlegen. Ja, das ist eine ganze Menge, ja. Wenn man das mal so sieht, wenn das fertig ist, also das ist schon ganz schön beeindruckend. Wie lange dauert das noch, so ungefähr? Der wird im Dezember, ist er fertig. Ja, so schnell soll ja. Es gehen? Ja. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Doch, ist wirklich so. Dezember.
Also ich fand das gut, wie das war, weil ich das erste Mal sowas erlebe und war aufregend für mich. Ja. Und ihr seid mit eurer Schulklasse hier? Ja, wir wurden eingeladen und dann hat das eben mal unser Lehrer uns erzählt und dann sind wir gekommen. Ja, war das eine besondere Auszeichnung oder so einfach Glück gehabt? Beides. Ja, eine Auszeichnung auch. Ja. Und wofür? Habt ihr irgendwas besonders gut gemacht? Nö, aber mein Lehrer ist selber Zirkus. Er hat selber einen Zirkus und ist oft überall und alle kennen ihn fast deswegen. Ach so. Ja, das ist ja toll, wenn man so einen interessanten Lehrer hat. Ja. Und wie hast du das empfunden? Ich fand das sehr schön. Und wie es die Farben fand ich nur ein bisschen blöd. Aber da hat man mir gesagt, dass da andere Farben gemacht werden müssen, aber ich fand das sehr schön. Aber das ging wahnsinnig schnell am Ende. Ja, das war sehr schnell. Ich hätte nicht erwartet, dass es wurden erst neu gebaut und so. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell fährt sozusagen. Ja, und zwar, es war sehr schön. Ich fand, es war eine Ehre. Es war eine Ehre für uns, dass wir hierher eingeladen wurden. Also nicht eingeladen, sondern mein Lehrer hat sehr viel Kontakt zu den Menschen hier und hat mal gefragt, könnten Sie uns auch mal irgendwie mit einladen, weil meine Klasse soll auch mal sehen, wie es ist, ein Schiff zu taufen und so. Und dann meinten die, ja okay, und dann haben die uns eben auch hierher gebracht. Ich fand das sehr schön. Sitzt dein Lehrer hier an? Ja genau, das ist unser Herr Kelber, Wilhelm Kelber. So, durch Sie hat Ihre Schulklasse das große Glück, hier bei der Schiffstaufe dabei zu sein? Ja, wir sind eingeladen worden von Starcare und die Herren bzw. Herr Hirschfeld hat sich an mich gewandt und hat gefragt, ob ich eine Klasse habe, der das auch zuzutrauen ist, die Lust dazu hat, die vielleicht was draus ziehen kann. Da habe ich natürlich spontan Ja gesagt und ich denke, die ganze Klasse ist super begeistert und wir finden das ganz, ganz toll. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Hauptsache ist, Sie müssen keinen Aufsatz drüber schreiben. Doch, das sollen Sie. Nein, nicht so ganz streng, aber nein, Sie sollen, wir wollen das ja ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen gucken. Das ist ja auch ein Ziel. Das gehört ja auch dazu. Das gehört auch dazu, aber nicht so ganz streng, sondern ich denke, das machen Sie auch mit Freude. Nach so einem Tag schreibt man auch gern was zusammen. Ja. Ich habe auch den Eindruck, Sie sind ein ganz toller Lehrer. Das freut mich sehr, das zu hören. Es gibt ja noch... Die Bedingungen werden ja immer schlechter, aber die Lehrer werden immer besser. Jetzt möchten wir uns natürlich auch bei der Person, die heute richtig gearbeitet hat, ganz herzlich bedanken. Und von daher würde ich gerne Frau Berlin bitten, mal kurz zu mir zu kommen. So, das Erste, was wir für Frau Berlin haben, ist das, was übrig geblieben ist von der Taufe, nämlich der Hals der Sektflasche, die ja wirklich ohne irgendeine Chance zu haben direkt beim ersten Mal zerschellte. Und ich bin ganz sicher, es wird Sie an die heutige Veranstaltung nicht nur, aber auch erinnern. Sie ist unterschrieben mit zur Erinnerung an die Taufe des Containerschiffes Cosco Panama, Baunummer 977. Durch Frau Anja Berlin am 30. September 2005 bei Blum und Voss. Dafür erst noch mal einmal herzlichen Dank. So, damit sind wir aber noch nicht am Ende. Jetzt kommt das Instrument, mit dem das Ganze dann vollzogen wurde. Und auch das muss man ja auch wirklich sagen, es hat, der erste Schlag hat gesessen. Und ich war erstaunt, mit welcher Energie Sie dieses Werkzeug, was ja nicht ungefährlich ist, bedient haben. Ich gehe mal davon aus, dass man das bei drei Kindern lernt, energisch alles im Griff zu halten und damit natürlich auch dieses Instrument zu schwingen. Auch dieses zur Erinnerung an den heutigen Tag sollte Ihr Mann dann bei den Vorstandssitzungen in der Zukunft ab und zu mal mit verdächtigen Kratzspuren kommen, durch eine Vermutung, wo er die haben könnte. Herzlichen Glückwunsch.